Deswegen so ist definitiv überschaubarer als Todsbucht. Halle der Krieger, Glafantaderhaus, Glafantaderhaus, Bezirk Altlied, noch ein Glafantaderhaus, Herdlied. Tier Evron, die Zwillingsulm. Mit wem möchte eigentlich hier Varias nochmal reden? Varias hat auch für Bart, dass er aus dem Zirkel ausgeht, bla bla bla. Er will mehr darüber erfahren und glaubt, dass es im Zirkel um einen Drüben geben könnte, der ihm helfen kann. Am ersten dann wahrscheinlich im Goldenen Hain. Die große Löwin ist alt geworden. Sie hat keinen Anspruch mehr auf das heilige Lager in Galloways Rachen. Größe und Alter können gegen Können und List nicht bestehen. Ihre Hände haben ihre eigene Stadt in Brand gesteckt und sie nennen uns unzivilisiert. Ja. Hier drin sind nur Stammesangehörige, zwei Stück. Diese über eine klumpige Heumatratze gelegte Felldecken sind überraschend weich. Im Regal hängt ein Strohkranz, in den Knochen hineingewoben wurden. Hey, Schneekappe. Der Rest wäre Clown. Klauen wollen wir nicht. Also ja, die Halle der Krieger und der blutige Sand, den beiden wir erstmal. Wir gucken uns noch die anderen beiden Häuser an. Dann gehen wir zum Goldenen Hain erstmal. Möge das Sternenlicht dich leiten, Fremde. Selbstbewusster Stammesangehöriger. Eine glafantanische Frau starrt zu Boden. Ihre buschigen Augenbrauen runzeln sich in gerader Linie. Noch nie ist ein Mann mit so großer Leichtigkeit durchgekommen. Ein Zeichen, ein dunkles Zeichen. Ein Elf bewegt seine Hand in einem Bogen über dem Boden. Es ist geschehen. Am Ende der Bewegung verschließen sich seine Finger zu einer Faust. Wir hätten es nicht vorhersehen können, auch die Denim gar nicht. Builder's wisdom to you. Die Frau schüttelt ihren Kopf. Und was sagt uns das? Sie bemerkt dich und zieht ihre dichten Augenbrauen überrascht hoch. Estramor, bitte entschuldige uns. Hier unter den großen Bäumen sind wir deiner Art nicht gewöhnt. Wenn wir dir helfen können, tun wir es. Was sind Delemgarn? Sie sind uralte Kinder der riesigen Ulmen. Unser Volk lebt mit den zwei Schwestern in Frieden, seit wir vor Hunderten von Jahren hier angelangten. Die Delemgarn nennen uns Freunde. Wir nennen sie unsere Verwandten. Unser Schutz, ihre Weisheit. Wir teilen eine starke Verbindung. Sie haben schon immer im Schatten der großen Ulmen gelebt. Geh, bis du den Strom überquerst, findest du die Delimgarn-Schwestern. Erzähl mir von dem Mann, von dem du sprichst. Kein Glafantaler ist in dem Turm eingebrochen, hier in Ulmkap. Niemand hat ihn kommen sehen, nicht einmal die Delimgarn. Er hat sich lautlos bewegt wie ein Stalker in den Schatten. Unsere Jäger haben ihn erst bemerkt, dass es schon zu spät war. Aber wir hörten das Knacken der Steine, als er Tier Evron betrat. Ein dunkles Omen, das sag ich. Wiedersehen. Okay. Noch mehr Leute, die über Taos reden.
Okay, hier drin ist lieber. Da könnten wir uns einfach so bedienen. Da sind Rastvorräte noch. Okay, den Kopf da können wir nicht ansehen. Können hier aber das Bier klauen. Also mitnehmen ist ja nicht klauen, ist kein Clown-Symbol drüber. Ah, hier gibt es sogar Pflanzen, die wir einsammeln können. Orlandzwiege und Blutmoos. So, hier sind nur Stammesangehörige drin. Du redest wie ein Fischerkran, schnell und klug. Okay. Eine flinke Zunge kann schärfer sein als jede Klinge. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier wäre die Kriegerhalle. Bei den Händlern solltest du weniger Offenheit an den Tag legen. Ihre Hände haben ihre eigene Stadt im Bad gesteckt. Ja, kennen wir alles. Aber die Esstrommel werden ihre Angriffe nicht einstellen. Wir müssen. Sei vorsichtig, Bruder. Ihre Lande würden rot getränkt werden und auch unsere Seelen. Okay, erwarten, Wächter. Bis Eroda zurückkehrt, spricht Iswild. Iswild hat sich mein Vertrauen verdient. Warum unterstützt du weiterhin Erona? Die hohe Wartin hat den Hain über Jahrhunderte hinweg gepflegt. Das eben uns herum, spürst du es? Wir erfahren verborgene Geheimnisse. Von Vereta, nicht von den Göttern. Estremor. Die Elfe hält eine alte, abgewetzte Holzpfeife in der Hand. Der süßliche Rauch, der aus der Rauchkammer steigt, macht dich schwindlig. Willkommen, Estremor. Ich verkaufe Kräuter und Tränke. Suchst du etwas, um deine Reisen weniger beschwerlich zu machen? Oder etwas, um sie interessanter zu gestalten? Als sie grinst, siehst du, dass ihre Zähne und ihr Zahnfleisch braun gefärbt sind. Ivarias hält die Nase in die Luft und stumpert. Mit jedem Zucken seiner Nase wird sein Grinsen breiter. Weißblatt, sagt er. Ich habe einmal ein ganzes Stachelschwein in einem Happen verputzt, als ich vom Weißblatt zugedröhnt war. Das waren noch Zeiten. Ich möchte gerne deine Waden sehen. Also ja, winziger Sporling ist ein Begleiter. Den brauchen wir nicht unbedingt. Obwohl, ich kaufe immer jeden Begleiter, den ich finden kann. Zutaten und Tränke, okay. Gut, das heißt, du kannst nicht helfen. Im goldenen Hain ist jeder willkommen. Sagt Iswild. Hier sind überall Ovatinnen und Ovaten. Ich frage mich, wo es hier hinten hingeht. Ovatin, Ovatin, Ovatenwächter. Wie viel Zeit habe ich jetzt noch? 3 Stunden und 12 Minuten. Und hier sind wir auf 21 Stunden runter.
Na, dann reden wir mal mit Iswild. Oh, und hier gibt es sehr viel, was wir uns angucken können. I'm ready. Die goldenen Blätter funkeln und glänzen, als sie vor den Bäumen zu Boden fallen. Die Rinde fühlt sich warm an. Die Wurzeln scheinen sich fast um eine deine Hand zu wickeln. Okay. Die goldenen Blätter funkeln und glänzen, als sie vor den Bäumen zu Boden fallen. Yes. Ja. Dann komm mal hier, Varias. Yes. Eine Elfe mit gelassenen grünen Augen nickt zum Gruß. Willkommen im goldenen Hainreisende. Hail, Estremor. Suchst du die Weisheit unserer Kräuterkunde oder möchtest du nur im Ruhme Veritas sonnen? Nicht nur im Ruhme Veritas sonnen. An was glaubt ihr? Wir glauben, dass Wissen durch die aufrichtige Erkundung der natürlichen Welt erlangt werden kann. Sie legt den Kopf zur Seite. Wir stellen uns nicht gegen die Götter, wie manche sagen. Wir glauben lediglich, dass wir einen helleren, friedlicheren Weg gefunden haben als die Hingebung zu einer Gottheit. Erzähl mir über den Goldenen Hain. Wir sind die Ovaten, Druiden, Philosophen und Schüler der Natur. Wir versammeln uns hier zum Feiern und um unser Wissen miteinander zu teilen. Sie gestikuliert in Richtung einer anderen Elfe, die am Eingang der Zeit steht. Viele Reisende kommen für Beiumschläge und Arzneien zu uns. Niemand versteht die Heilmittel und Gifte der Natur wie Bläder. Wir führen deinen Orden an. Hohewartin Eronar führt uns. Manchmal reist sie jedoch nach Ulmküste, um ihre Stärke zu erneuern. Auch im Moment weilt sie dort mit einigen ihrer engsten Anhänger. Eronar ist eine mächtige Ulme unter uns. Sie lebt seit Generationen. Niemand versteht die Welt so gut wie sie und wir schätzen uns glücklich, ihre Weisheit zu haben, um unsere Fragen zu beantworten. Ich möchte gern mehr über Eronar erfahren. Ihre Augen leuchten auf. Du musst sie unbedingt selbst kennenlernen. Sie ist weise und gütig und sie führt unseren Orden seit Anbeginn an. Und doch schreitet sie unter uns und widmet jedem so viel Zeit, wie er nur benötigt. Sie wendet ihren Blick auf die großen, knorrigen Ulmen. Gerade das schätzen so viele von uns an ihr. Sie ist in unserer Mitte anwesend, wie die Götter es niemals sind. Gut, ich muss gehen. So, dann. Oh. Du bist also der Sache treu geblieben, Inquisitorin, so wie viele andere das nicht sind. Für jeden Ketzer, den wir beichten lassen, für jeden Verräter, der auf unseren Scheiterhaufen verbrennt, finden neue Schafe ihren Weg zu Evora Xenxios. Du aber nicht. Ich habe dich unterschätzt. So, das tue ich nicht mehr. Du ehrst mich, Großinquisitor. Nicht der Ehre. It is not for honor that I summoned you today, but for duty. Too many of our own have confessed upon the wheel and the rack and the flame. Too many of our faithful have had their minds poisoned by the Kratum Witch. The tide is against us now. Nicht der Ehre wegen ließ ich dich heute rufen, sondern der Pflicht wegen. Zu viele unserer eigenen Leute haben auf dem Rad, auf der Streckbank und im Feuer gebeichtet. Zu viele unserer treuen Anhänger haben ihren Verstand von der Hexe aus Kratum vergiften lassen. Das Land hat sich gegen uns gewendet. We have but one option. Iavara's following must see her exposed for what she is. She must confess her heresy before my court. Und es bleibt nur ein Ausweg. Iavaras Gefolgsleute müssen Iavaras Gesicht erkennen. Sie müssen vor meinem Hof ihre Ketzerei eingestehen. Wie aber kommen wir an sie heran? Not in Kratom, surely. Their lord has embraced her heathen faith and protects her with his army. But in Osionis, things would be different. The king of Osionis is a sinful man. We have helped him to see the error of his ways, and now he fears for his soul. He would pay any price for absolution. Nicht in Kratom, das steht fest. Der dortige Fürst hat ihre heidnischen Glauben übernommen und beschützt sie mit seiner Armee. In Osionis aber sehe es anders aus. Der König von Osionis ist ein Mann der Sünde. Wir haben ihm geholfen, seine Verderbtheit zu erkennen, und nun fürchtet er um seine Seele. Er würde jeden Preis für eine Absolution bezahlen. Aber wie bringen wir Iavara dazu, nach Osionis zu gehen? You have already done much for the Inquisition. I wouldn't ask this, were there any other choice. Taos legt seine Hand auf deine Schulter. Du hast schon viel für die Inquisition getan. Ich würde dich fragen, wenn es eine andere Wahl gäbe.
Okay, Taos macht wieder Taos-Sachen.